Kurze Sache zwischendrin, und zwar möchte ich euch ein bisschen über VA-API unter Linux gerade ein paar Tricks zeigen, da ich damit doch etwas länger rumgewurschtelt habe und mich gefragt habe, warum es nicht so läuft, wie ich das möchte. Grundsätzlich habe ich hier Intel-CPUs und die meisten aktuellen Intel-CPUs, die haben das sogenannte Feature QSV, Quick Sync Video. Das bedeutet, auf dem Prozessor oder der Grafikeinheit vom Prozessor, je nachdem, wie man das sieht, ist ein System drauf, welches Videodateien entgegennehmen kann und die dekodieren kann in Hardware, das heißt also zum Abspielen, oder zum Teil auch encodieren, das heißt also, ihr könnt Dinge aufnehmen und in Videodateien verwandeln. Der Vorteil ist, dass dieser Quicksync-Video deutlich effizienter ist, als wenn ihr das auf der normalen CPU macht, das heißt wesentlich weniger Last, wesentlich mehr Performance. Um das Quicksync-Video zu benutzen, nutzt man unter Linux VA-API. Das ist die Video Acceleration API, und wenn wir VA Info hier mal eingeben, dann sehen wir hier, bei mir hat er da auch was erkannt, und zwar ein Intel i965 Treiber für Broadwell, und hier sehen wir auch alles, was unterstützt wird, in hier dem Fall MPEG 2, H264 diverse Sachen, VC1 und VP8. Wir sehen hier jeweils ein VLD, das ist zum Abspielen, und Encslice heißt, wir können damit auch encodieren, also aufnehmen. Man sieht auch, ist nicht alles überall supported. VP8 kann ich zum Beispiel nur abspielen, aber nicht aufnehmen. Wenn ihr neuere CPUs habt, da dürfte dann auch andere Sachen noch dabei sein. Ich glaube, die aktuellen müssten mindestens H265 noch dabei haben und eventuell VP9, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. VA-API müsste theoretisch auch mit anderen Treibern laufen. Wie gesagt, ich hier mit den Intel-Treibern für die Grafikkarte, die auf den Intel-CPUs ist. Meines Wissens wird es von den neuen AMD-Grafikkarten auch unterstützt. Nvidia bin ich mir gerade nicht sicher, weil die nochmal was Eigenes gebastelt haben, ob es da VA-API-Kompatibilität gibt oder nicht. Aber generell seid ihr damit auf der sicheren Seite. Und wenn VA-Info das hier anzeigt, dann habt ihr schon mal viel gewonnen. Dann kennt nämlich Linux schon mal die grundsätzlichen Sachen, die es machen kann. So, gehen wir erstmal zum Abspielen rüber. Ich zeige das hier mit MPV als Player. Wenn wir da reingehen, ich mache jetzt mal -V, also Verbose, dass er mir anzeigt. Und ich spiele jetzt einfach mal ein Video ab. Das ist ein 4K-Video mit 60 Frames. Und wie wir eventuell sehen können, dauert einen kleinen Moment, das ruckelt doch sehr stark. Also ich schätze mal, in der Aufnahme ruckelt es halt jetzt gerade auch. Brechen wir das mal ab. Wenn wir hier mal ein bisschen hochscrollen, dann haben wir hier immer eine große Warnung. Achtung, da scheint irgendwie die Leistung zu gering zu sein. Was für mich aber interessanter ist, ist hier oben, genau dieser Bereich hier. Wir sehen, er erkennt das Ganze als H264-Video, öffnet den Decoder und macht dann jetzt hier No Hardware Decoding Requested Using Software Decoder. Das heißt also, er macht das Ganze jetzt wirklich auf der CPU. Das kann vorteilhaft sein, CPU hat meistens eine bessere Qualität, aber wie wir gerade gesehen haben, meine CPU schafft das nicht, dieses 4K-Video da zu dekodieren. Um das jetzt zu dekodieren, können wir zwei Sachen machen. Zum einen können wir direkt hier sagen, --hwdec. Wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir, jetzt läuft es flüssig. Und wenn wir hier reingucken, sehen wir auch irgendwo, genau hier oben, Loading HWDeck Driver VA-API EGL. Wirft jetzt hier ein paar Fehler, das ist allerdings nicht ganz so tragisch, denn ein bisschen weiter unten können wir sehen, Using Hardware Decoder VA API, Using Hardware Decoder VA-API, also das funktioniert auf jeden Fall. Er dekodiert es jetzt auf dem entsprechenden speziellen Bereich da. Wenn man das dauerhaft haben will, geht das auch. Dafür geht er in euer Home-Verzeichnis. .config mpv und da die mpv.conf. Wenn sie noch nicht existiert, einfach anlegen und dann diese Zeile hier rein, hwdeck gleich auto, dann wird automatisch jedes Mal, wenn ihr mpv aufruft, das Hardware-Decoding verwendet, sofern das funktioniert. Bei anderen Playern geht es ähnlich, bei VLC können wir zum Beispiel in die Einstellungen gehen. Wenn wir unter Eingang Codecs gucken, haben wir hier die Hardware-beschleunigte Dekodierung. Und die können wir auch hier über VA-API oder VA-API-DRM stellen. Automatisch ist meistens das Bessere. Und wenn wir das speichern, ist auch VLC damit beschäftigt, das Ding in Hardware zu dekodieren und entsprechend dann deutlich schneller. Bei der Aufnahme zeige ich euch gerade, wie das mit OBS geht.
ist halt das, was ich am häufigsten benutze. Da geht es über die Einstellungen, dann Ausgabe. Was wir hier machen müssen, ist erstmal das Ganze auf den Ausgabemodus Erweitert stellen. Dann hier unten den Codierer, den umstellen auf FFmpeg VA API. Damit habt ihr das schon aktiviert. Man kann jetzt hier unten noch auswählen, auf welcher Grafikkarte soll das Ganze gemacht werden. Wenn ihr mehrere habt, geht das auch. Den Codec H264 ist meistens die richtige Wahl und der Rest kommt ganz auf die Karte an, die ihr benutzt. Einfach durchgucken, was für euch besser passt. Das ist jetzt für Streaming, gibt noch einen Tab für Aufnahme, da geht es identisch. Auch hier den Encoder und hier unten sind dann die erweiterten Einstellungen. Und damit kann man dann auch hier entsprechend Aufnahmen machen und kommt nicht ganz so schnell an die Leistungsgrenzen der CPU. Ich hoffe, das hilft euch, gerade beim Abspielen von Videos, wie eben gesehen. 4K läuft hier durchaus auf hier dem etwas älteren Modell dann auch noch flüssig. Es kann auf jeden Fall schon mal helfen. Auch bei vielen anderen Programmen muss man mal gucken. Es gibt zum Beispiel bei Arch Linux einen speziellen Crow mit VA-API, sodass man dann auch Webseiten-Videos, wie zum Beispiel YouTube oder so, da hardwarebeschleunigt abspielen kann. Weil es macht halt, wie gesagt, weniger Last. Entsprechend hält der Akku auch länger, wenn ihr auf einem Laptop seid. Ist alles ein bisschen fummelig, weil leider viele Programme das mit dem Hardware nicht ganz so ernst nehmen. Aber wenn es einmal läuft, kann es einen doch das Leben ziemlich erleichtern.